Wir sind hier in dem größten Skatepark Deutschlands. Wir haben hier so extrem viele Parkbereiche und natürlich auch Streetbereiche. Wir haben einmal ein Step-Up, wir haben hier einfach ein Airbag, wir haben Streetbereiche, die richtig krass sind, Mini-Ramps, wir haben Bowls, alles, was eigentlich das Herz begehrt. Und heute werden wir es mal testen. Ich bin natürlich nicht alleine, Dean kommt natürlich auch mal gerne her, was geht? Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt gute Laune mitgebracht. Ihr könnt euch gerne mal die Online-Kurse von mir angucken. Erster Link in der Videobeschreibung auf für jeden. Die Online-Kurse. Vom Anfänger bis zum Profi könnt ihr richtig krasse Scooter-Tricks lernen, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber ey, euch nicht nur die Online-Kurse, du machst jetzt auch Privattraining. Ich mache auch Privattraining, deswegen schaut auf jeden Fall. Ey, er liest mir aus der Seele, was soll ich sagen? Gut, wir fangen aber an. Step-Up-Clips. Ich habe komplett Bock. Wir fahren uns natürlich ein bisschen ein. Jetzt zum Step-Up. Let's go. Also, hier ist das Step-Up. Und dieses Step-Up werde ich auf jeden Fall mit Dean nochmal ein bisschen shredden. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dean, du machst auf entspannten Bri-Umbrella Emo Briar an der Bank. Auf jeden Fall. Also, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Clips. Wir haben natürlich auch hier Bereich Holzbox. Wir haben noch eine Holzbank. Wir haben hier Wellen. Ich glaube, die benutzt eh keiner. Hier in dieser Speedbump. Er macht komplett Bock. Ich zeig's dir. Check einfach. Ja, wow, aber Tricks kannst du doch nicht machen. Deswegen ist es für uns irrelevant, weil wir wollen Tricks machen, wir wollen Banger machen. Deswegen fangen wir an mit den ersten Tipps. Let's go. I'm interested in making ends, opposed to making friends. Double bags, I've been paranoid, having the safest sex. I'll take the check. Finishing his drink should only take a sec. But Mark just cut me off, he told me that I go on stage at 10. Walk out to my own shit on the main event. Da Vinci, my cologne after the show. She told me that shit was a favorite since. Sprint a van and spacious, we could take your friends. What happened next? You could take a guess. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on her way after she blow me like some hot soup. Der Steezy Boy heute unter uns. Also ein paar Tricks haben wir schon gemacht, wir sind schon sehr gut dabei. Aber es reicht natürlich noch nicht, denn wir machen noch ein, zwei Tricks hier selber hoch und dann gehen wir weiter zum Street-Bereich, da habe ich richtig Bock drauf. Und natürlich zum Airbag, der wird auch richtig krass. Den habe ich gerade das erste Mal versucht, ich habe den nur einmal 180 gemacht, aber ich glaube, der geht sogar klar. Ich versuche den mal und Dean hat auch was vor, ich bin gespannt. War doch clean, oder nicht? Dean, weißt du, was das Problem ist? Ja. Alle guten Dinge sind drei, oder? Scheiße, ja. Ja, ist perfekt. Komm, dreimal drauf. Eins, zwei, drei. Alle guten Dinge sind drei. Let's go. Okay, Nulan, sehr geil. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Airbag. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und GoPro-Tipps machen wir natürlich auch. Deswegen ab zum Airbag. Also, wie ihr vielleicht hier links von mir, nee, rechts von mir eigentlich, für euch links, rechts von mir, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier an dem Airbag und ich will natürlich auch ein paar Tricks machen. Meine Tricks werdet ihr auf jeden Fall auf einer GoPro-Perspektive sehen. Und Dean, ja. Du wolltest irgendwas Bestimmtes machen, ne? Ich wollte einfach nur mal einen normalen Frontflip machen, weil die Quad ist relativ steil und ich glaube, die poppt relativ okay für das normalen Frontflip ohne Fest. Das ist eine sehr gute Idee, deswegen machen wir auf jeden Fall mal. Und ja. Ich habe auch Bock auf Frontflips, deswegen guckt euch einfach mal gleich die GoPro-Tipps von mir an. Normaler Frontflip ist sehr langweilig, mache ich Fronty Whip. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich bin ehrlich, für normale Tricks ist der Absprung ein bisschen zu steil. Also für Frontflip ganz gut, für normale Tricks nicht so geil. Vor allem der Anschwung ist echt wenig, also da muss man wirklich, wirklich gut reinpushen, um überhaupt irgendwie so ein bisschen hochzukommen. Okay, jetzt machen wir das erste Mal gefühlt, dass ich hier drauf stehe. Sehr gruselig, aber jetzt kommt ihr erstmal auf meinen Kopf, um zu gucken, wie es aus meiner Perspektive aussieht. Okay, erster Versuch. Okay, ja. Ey, ich glaube sogar wirklich, da kann man richtig, richtig nice Sachen mitmachen. Backflip wird, glaube ich, echt ganz eklig da dran zu sein. Aber deswegen, ich glaube, ich werde mich ein bisschen so auf Frontflip-Tricks konzentrieren. Mal schauen, ob man das machen kann. An diesem Airbag in Frontflip noch hin. Also wie gesagt, Jahre nicht gemacht, aber mal schauen, ob der geht. Okay, also der geht noch. Alter, den muss ich auch mal unbedingt mal wieder machen. Frontflip auch sind echt coole Tricks. Die sehen echt nice aus. Bocken auf jeden Fall auch ganz dolle. Also, boah, Gottes Willen, also hier rauszukommen. Das ist echt grauenhaft. Wir haben hier natürlich auch noch die Bowl. Das ist einer der, naja, nicht so coolsten Parts, um ehrlich zu sein, hier in dieser ganzen Skatehalle, weil dieses Cooping ist so dick, man kann keine 180s machen. Ballern kann man natürlich auch. Deswegen möchte ich euch jetzt nicht zu viel von dieser Bowl zeigen. Ich cruise einmal rum, aber ganz ehrlich, viel kann man damit nicht machen. Deswegen zeige ich euch einfach mal, wie man richtig, richtig hier kacheln kann. Also jetzt mal Real Talk. Ich habe keine Ahnung, wie man hier anfängt. Ich fange einfach irgendwie an. Ich gebe mein Bestes. Mal gucken, wie schnell ich fahren kann. Oh mein Gott, ist das komisch. Ey, aber es geht klar. Man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel... Oh,
Also für Skateboarder, ja, Scooterfahrer, nein, hier hat man einfach so eine kleine Welle hier unten, die wirklich nicht schön ist, macht keinen Spaß, weil da hat man jedes Mal einfach eine Flat-Situation. Man muss dran gewöhnen, aber wie gesagt, es ist nicht spannend, deswegen gehen wir einfach mal weiter zum Street-Bereich. Hinten haben wir natürlich auch noch eine Mini-Ramp und die kann man auch sehr, sehr, sehr auseinandernehmen. Ich finde die auch sehr cool, mir gefällt die sehr dolle, wie oft will ich noch sehr sagen, aber Dean, ich würde sagen, hast du Bock auf Clips in der Mini-Ramp? Yo. Viele von euch haben natürlich auch gefragt und sich auch gewünscht, dass ich unbedingt mal mit einem BMX fahren soll. Und wir haben hier einen BMX, aber es muss man aus sein, deswegen, wenn ihr irgendwelche BMX hier seht, nehmt sie auf jeden Fall nicht. Aber wenn ich mal so ein Video drehen soll, wie ich auf BMX fahre und ein paar BMX-Tricks versuche, schreibt in die Kommentare, Hashtag BMX, ich versuch's. Aber jetzt erstmal hier zu dieser Mini-Ramp. Da werden wir natürlich auch noch mal ein paar Clips versuchen. Dean ist da oben schon bereit und gönnt sich auf jeden Fall. Und das mache ich jetzt auf jeden Fall auch. Echt geil. Dean, was willst du mal machen? Oh, er fällt einfach an. Boah, sehr, sehr, sehr schön, aber boah, auch sehr gefährlich. Der war schon sehr hoch, der war auch sehr clean. Oh Gott, der macht einen Bar-Rewind da dran. Ich würde sagen, ich mache noch mal ein paar kleine flachen 180-Tricks, Overhead-Tricks, da habe ich auch Bock drauf, deswegen... Flach? Flach, ja, ich mag die irgendwie mehr flacher. Okay, okay. Deswegen, was willst du mir callen? Mac. Mac? Okay, dann machen wir mal einen Whip-Front. Einen haben wir. Jetzt der Whip-Front. Oh Gott, was jetzt? Buttercup versuche ich mal. Flacher geht der nicht, Alter. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Clips hier gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Street-Bereich. Da habe ich auch Bock drauf. Mal schauen, wie der da sein wird. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich absolut nicht so der Street-Mensch bin. Ich mag eher Parktricks wie zum Beispiel das Setup, was wir vorhin heute Morgen gemacht haben. Und deswegen versuche ich trotzdem mein Bestes hier im ganzen Street-Bereich einfach mal komplett nice Clips zu filmen für euch. Werde mein Bestes geben. Die ist natürlich auch dabei. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Auswahl. Und vor allem Timon, Bro. Er ist leider nicht hier, aber das wäre, glaube ich, richtig geil für ihn. Er würde hier so aussehen. Ich weiß ganz genau, er liebt Street. Danny natürlich auch. Also jetzt erstmal ein paar Clips hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir fangen einfach mal irgendwo an. Ich glaube hier so, da kann man was machen. Hier kann man überall so Fake-Tricks machen. Hier vielleicht runtergrinden, hochgrinden, ich weiß es nicht. Aber mal schauen, was man einfach mal machen kann. Also, wir fangen jetzt an. Wir fangen einfach mal in dem Bereich an. Und zwar haben wir hier einfach so einen London Gap. Ich habe Bock auf einen London Gap. Ich bin sehr lange keins gefahren. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Ich überlege, ob ich überhaupt schon mal eins gefahren bin. Ich glaube noch nie. Perfekt. Jetzt machen wir auf jeden Fall hier ein paar Clips so. Ich finde, man unterschätzt das wirklich total, weil das Ding sieht richtig groß aus, aber wirklich, wenn du abspringst, hast du nicht viel Airtime. Nee, noch ein, total, ne? Überhaupt nicht. Ich mach noch einen Triple Tail Whip. Ich glaube, London Gap ist nicht so für uns, ne? Wir müssen mal weiter gucken. Können wir mal ganz kurz auf Klarkommen, wie rutschig dieser graue Boden ist? Ja, der ist echt recht lustig. Also da drüben war nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Es geht gut klar, aber jetzt erstmal ein Triple Tail Whip. Hier im Street-Bereich können wir natürlich nicht machen, weil wir Park fahren. Aber ein paar Sachen will ich auf jeden Fall nochmal versuchen. Und zwar die Quarter da hinten sieht ganz cool aus. Bin mal gespannt, wie man die auf jeden Fall 180 kann und ob man hier noch was anderes machen kann. Bevor wir aber zu der Quarter gehen, möchte ich auf jeden Fall nochmal hier diese letzten Oppo Feeble und dann 360 versuchen rauszumachen. Die Ledge ist sehr hoch, deswegen versuche ich einfach mal mein Bestes. Oh ja, das ist nice. Das sieht sich gut an. Den haben wir gemacht. Jetzt zu der anderen Quarter da hinten. Ich glaube, Dean ist auch schon sehr bereit. Wir machen jetzt was Cooles und zwar versuche ich einfach mal einen 180 vor der Quarter und einen Fake 360 Bar Spin. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe es ein, zwei Mal gemacht, aber ist sehr, sehr eklig. Aber ich mache das. Boah, ist eklig. Boah, Alter. Man muss sich sehr an die Rampe gewöhnen, weil es ist eher so eine Skateboard-Rampe. Es geht immer bang, bang, bang. Aber das kriegen wir schon hin. Alter, also ich fühle das, was Kieran gerade gesagt hat. Die ist ja so steil. Komplette Flatbombe, komplett. Okay, 360 geht, jetzt noch ein Barspin. Boah, ich habe schon mal schönere gemacht. Backup. Es ist doch kein Backup, nochmal. Digga, zweiten Mal ein 360 gemacht, alle guten Dinge sind drei, nochmal. Alle guten Dinge sind eins. Nein, Dean, ich bin ein bisschen sauer. Ich krieg's nicht hin. Wo ist der Barspin, Mann? Kieran sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei. Ich bin der Meinung, das geht auch in einem. Ah, da ist das auf meinen Sack. Es ist mir egal, es zählt. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, haut rein, habt noch einen Tag. Dean, willst du noch was sagen? Nein, danke Nick, dass du dabei warst. Peace.